So, guten Morgen. Wir haben uns das letzte Mal in der zweiten Hälfte des letzten Termins diesen Algorithmus angesehen. Die Folien haben Sie schon gesehen. Das nochmal zum Einstieg. Der Algorithmus von Bellman und Ford, der das Problem löst, nicht wie vorher beim Algorithmus von Dijkstra, von einem Knoten aus die Distanz und kürzeste Wege zu allen anderen Knoten zu berechnen, sondern jetzt von jedem Knoten zu jedem Knoten. Das heißt also, wir berechnen einen Distanzwert von jedem Knoten zu jedem Knoten, sodass es sinnvoll ist, das Ganze in einer Matrix zu berechnen. Die Matrix ist zu Anfang nach Null-Iteration, vor der ersten Iteration noch dünn besetzt. Ja, die ganzen Unendlich-Werte stehen ja für nicht besetzt hier. Aber im Laufe der Zeit wird diese Matrix natürlich immer weiter dicht besetzt. Das heißt, wir können nichts an Speicherplatz sparen, wenn wir jetzt hier versuchen, so ähnlich wie beim Algorithmus von Dijkstra, nur so viel Speicherplatz zu reservieren, wie unbedingt notwendig ist, um alle Kanten und alle Knoten darzustellen, die im Ausgangsgraphen drin sind. Nochmal zur Erinnerung, als wir kürzeste Wege angefangen haben, das war beim vorletzten Termin, hatte ich auch dazu gesagt, man kann immer auch die kürzesten Wege, nicht nur die Distanzen, protokollieren. Jedes Mal, wenn wir einen neuen, also genauer gesagt nicht die kürzesten Pfade, die kürzesten Wege selbst, sondern für jeden Knoten jeweils der kürzeste Pfad, nein, die letzte Kante eines kürzesten Pfades. Hier würde das ganz konkret bedeuten, beim Algorithmus von Dijkstra bedeutet das für jeden Knoten außer dem Startknoten eine Kante. Die eine in diesen Knoten hinein zeigende Kante, die letzte Kante auf einem kürzesten Weg. Hier bedeutet es für jeden Matrix-Eintrag eine Kante. Wir würden uns also beispielsweise für den Pfad von V2 nach V5 die immer die letzte Kante merken, die auf einem kürzesten Pfad hineinführt. Und jedes Mal, wenn wir eine neue Möglichkeit für einen Pfad gefunden haben, werden wir entsprechend diese Kante neu setzen, sodass wir, das haben wir schon gesehen, sodass wir dann rückwärts vom Zielknoten zum Startknoten zurück immer den kürzesten Pfad vom Startknoten zum Zielknoten rekonstruieren können. Das ist hier nur zur Erinnerung. Das hatten wir schon beim vorletzten Mal intensiv auch mit Folien besprochen. Können Sie da nachschauen. So, wie geht der Algorithmus von Bellman-Ford vor? Wir initialisieren auf Basis des Graphen, und zwar initialisieren wir die Invariante, die ich gleich nochmal zeigen werde, nämlich nach i-Iteration, i größer gleich 0. Nach i-Iteration steht immer als Matrix-Eintrag da die Länge eines kürzesten Pfades mit maximal i plus 1 Kanten. Das heißt, nach 0-Iteration steht in jedem Matrix-Eintrag die kürzeste Pfadlänge mit die Länge eines kürzesten Pfades mit maximal einer Kante. Und genau das sehen Sie hier. Von einem Knoten zu sich selber kommen wir immer mit maximal einer Kante nur auf eine Möglichkeit, nämlich indem wir bei dem Knoten bleiben. Das heißt, wir haben eine Distanz insgesamt von 0. Bei Knoten, die direkt durch eine Kante verbunden sind, gibt es nur ebenfalls nur eine Möglichkeit, wie man mit maximal einer Kante von dem einen Knoten zum anderen kommen kann, nämlich hier über diese Kante. Und deshalb ist die Länge dieser Kante hier jeweils abgetragen. Und bei Knoten, wo es keine direkte Verbindung durch eine Kante von dem einen Knoten zum anderen gibt, so wie hier von 5 nach 6, da gibt es dann eben entsprechend den Wert unendlich. Wieder das neutrale Element der Minimumsbildung. Es wird minimiert über eine leere Menge von potenziellen Pfaden, die in Frage kämen. Und was wir hier jetzt immer machen, ist immer eine Kante mehr, die Invariante eben immer eins weiter treiben, ein i höher, das i immer höher setzen. Nach einer Iteration stehen hier
die Distanzen drin, die man erreichen kann, die Länge eines kürzesten Pfades mit maximal zwei Kanten. Und hier die gelb unterlegten sind die Einträge, die sich jetzt geändert haben gegenüber der vorhergehenden ursprünglichen Matrix. Und was wir natürlich dann immer mitschleppen, was hier nicht gezeigt wird, ist, dass wir entsprechend die Kante auf den, die letzte Kante, die in diesen Knoten hinein zeigt, dementsprechend mit ändern. Das werden wir gleich nochmal, werde ich gleich nochmal kurz ansprechen, wie das auszusehen hat. Und so geht es weiter. Das haben wir alles schon gesehen, halt so in die Richtung, so. Nach zwei Iterationen entsprechend die kürzesten, also die Länge eines kürzesten Pfades mit maximal drei Kanten, nach drei mit maximal vier Kanten. Hier sehen Sie nochmal zwischendurch die Formulierung der Invariante. Und diese Folie hatten wir gesehen, das, was ich eben gesagt habe, dass es am Anfang, so wie wir die Matrix initialisieren, tatsächlich die Invariante erfüllt ist. Hier den Induktionsschritt haben wir uns auch bildlich vorgestellt. Wenn wir jetzt in irgendeiner Iteration sind, wir sind in der Iteration 7, das heißt also, wir wollen den kürzesten Pfadlänge berechnen in jedem Matrixelement mit maximal 8 Kanten, haben in der Matrix drin die kürzesten Pfadlängen mit maximal 7 Kanten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Eintrag, der in der Matrix drin ist, mit maximal 7 Kanten, ist das Kürzeste, was man mit maximal 8 Kanten erreichen kann. Ja, nur weil ein Pfad 8 Kanten hat, heißt es noch lange nicht, dass er kürzer oder länger oder sonst wie sein muss. Das hängt natürlich von den einzelnen Kantenlängen ab. Oder alternativ gibt es über irgendein x, das wir nicht kennen, gibt es einen Pfad mit Länge 8, mit 8 Kanten drauf. Wo bekommen wir diese Länge her, dieses Pfades von v nach x aus der Matrix? Das ist die kürzeste Pfadlänge, die von v nach x vor dieser achten Iteration drin steht. Und dann hängen wir noch entsprechend diese Kante an und das ergebe die beste Möglichkeit mit 8. Wir wissen nicht, welches x das ist, welcher Knoten das ist. Deshalb iterieren wir über alle diese Knoten x und nehmen das Beste, was wir da finden. Und hier sehen Sie auch nochmal in diesem Bild, wie das mit der letzten Kante aussieht. Wenn wir hier eine bessere Möglichkeit gefunden haben mit 8 Kanten als vorher mit bis zu 7 Kanten, dann werden wir in dem Eintrag von V nach W diese Kante jetzt speichern. Also die Kante, die vorher da stand, das war die letzte Kante eines kürzesten Pfades mit maximal 7 Kanten. Die wird jetzt überschrieben. Falls dieser Pfad der beste ist, den wir jetzt in der achten Iteration finden, wird er überschrieben mit dieser Kante und damit stimmt es wieder. Es ist immer die letzte Kante eines kürzesten Pfades gespeichert, zusätzlich zur Distanz, aber eben in diesen Folien hier nicht angezeigt. Das würde die Folien auch ein bisschen überladen. So, das war der Algorithmus von Bellman-Ford. Das war eigentlich nur zur Erinnerung. Ich möchte jetzt zu einer, ich denke, scharfsinnigen Verbesserung, insbesondere einer einsichtsreichen Verbesserung des Algorithmus von Bellman-Ford kommen. Also eine Verbesserung in dem Sinne, wie wir es immer anstreben, dass die Laufzeit, die asymptotische Komplexität besser wird, aber ich denke auch eine einsichtsreiche Idee, die dahinter steht. Wir beginnen nochmal mit Bellman-Ford selber. Also das Stichwort jetzt lautet Repeated Squaring, unter dem finden Sie das im Wiki und in sämtlichen Vorlesungsmaterialien. Wiederholtes Quadrieren. Wir fangen nochmal mit dem Induktionsschritt von Bellman-Ford an, wie Sie ihn beim letzten Mal gesehen haben und eben nochmal kurz im Foliensatz zu Bellman-Ford aufgelegt. Nochmal zur Erinnerung, hier steht dieses
Konstrukt für alle VW, für alle Knoten, V und klein V und klein W. Hier steht im Prinzip drin für alle Matrix-Einträge. Für jede Einträge dieser, der Matrix ist die I plus erste Version, berechnet sich so aus den Matrix-Einträgen der Eaton-Version. Wie berechnet sich das? So wie wir das immer schon gesagt haben. Entweder ist der alte Wert, der von V nach W dasteht, also mit maximal I plus 1 Kanten auf dem Pfad, das Beste, oder mit über irgendein solches X, wie Sie es eben gesehen haben, gibt es eine Verbesserungsmöglichkeit, erst von V nach X zu kommen mit maximal I plus 1 Kanten und dann noch die Kante von X nach W anzuhängen. Nochmal etwas, was Sie schon beim letzten Mal und jetzt auch heute Morgen schon mal gesehen haben. Das kann man auch zusammenfassen. Das kann man zusammenfassen, indem man einfach diesen Fall hier subsumiert unter diesen Fall. Formal passt das zusammen. Das ist der Matrix-Eintrag von V nach W. Also was hier ausgespart ist, ist W, ist X gleich W. Und X gleich W kommt in diese Summe hier mit dazu. Das sehen Sie, hier ist W ausgespart, hier ist X in der Menge aller Knoten, die X durchläuft, ist W nicht mehr ausgespart. Und genau das ist die Situation, die Sie hier vorne haben. Wenn Sie sich jetzt W hier unten eingesetzt vorstellen, dann ist das der bisherige beste Pfad von V nach W plus Länge des Weges, der Länge der Kante oder ursprünglicher Matrix-Eintrag von W nach W. Der ursprüngliche Matrix-Eintrag von W nach W ist 0. Wir haben die Hauptdiagonale mit Nullen initialisiert, aus gutem Grund, sodass also hier das, was hier für den Fall X gleich W steht, genau das ist, was hier vorne steht. Das heißt, wir haben formal diesen Fall, der zunächst mal als ein anderer Fall ausgesehen hat, haben wir den formal subsumiert unter diesem Fall. Es passt gut zusammen. Das ist zunächst einmal, sieht es aus wie eine formale mathematische Spielerei. Wenn man unbedingt mit aller Gewalt Fälle zusammenfügen will, kann man das machen, aber das führt genau dann zu der Einsicht, die dann zu einer Verbesserung des Algorithmus von Bellman fortführt. Und jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs kurz machen in ein Thema, was Sie vielleicht überraschen wird, was eigentlich mit kürzeste Wegeberechnung überhaupt nichts zu tun zu haben scheint. Das ist Matrixmultiplikation. Zumindest wenn Sie hier die Mathematikveranstaltung schon parallel belegt haben zur FOP und AOD in den ersten und zweiten Fachsemester, dann kennen Sie das Thema auf jeden Fall oder die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch aus der Schule. Wir haben zwei Matrizen, A und B. Ganz allgemein, wir betrachten hier nur den Fall von quadratischen Matrizen, also ein Spezialfall von dem, was Sie sonst unter Matrixmultiplikation kennen. Bei Matrixmultiplikation wissen Sie ja, können die Matrizen auch nicht quadratisch sein. Es muss nur gewährleistet sein, dass die Spaltenzahl der ersten Matrix und die Zeilenzahl der zweiten Matrix identisch sind. Das ist im Fall von quadratischen Matrizen gleicher Größe natürlich sowieso gegeben. Und dann ist das Produkt der beiden Matrizen A und B im Index I und J einfach die Aufsummierung. Sie summieren A in der Eaton-Zeile auf und B in der J-Spalte. Jeweils die Einträge K durchläuft dann für A die Spalten und für B die Zeilen. Die Formel sollte Ihnen geläufig sein. So, vielleicht hier nur eine gewisse Änderung. Was hier steht, ist nur eine Änderung der Notation. Ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist mit dieser Notation, aber Sie werden sicherlich immer wieder im Studium dann darauf stoßen, egal ob in der Mathematik oder in der Informatik oder auch vielleicht in anderen Fachrichtungen,
Sie kennen sicherlich aus der Mathematik diese Schreibweise k gleich 1 bis n und wissen, was das heißt, nämlich k durchläuft alle Werte von 1 bis n. Das ist aber nur ein Spezialfall der allgemeinen der allgemeinen Notationsweise und der allgemeinen Logik, wie man aufsummieren kann. Was hier ja steht, ist, k durchläuft die Werte 1 bis n, habe ich gesagt. Das heißt, k nimmt alle Werte an in der Menge 1 bis n. Und genau so ist das hier notiert. K nimmt alle Werte an in der Menge 1 bis n. Und diese Notation ist natürlich beliebig verallgemeinerbar. Sie können jetzt den Laufindex der Summation über beliebige endliche oder auch abzählbar unendliche Mengen laufen lassen. Über Knotenmengen, über Kantenmengen, über Mengen von Gummibärchen, über Mengen von Studierenden, Studierendenstammdaten, worum auch immer. Sie können einfach sagen, okay, in dieser Summe, in der k unter der Summation als Argument auftritt, soll k eine gewisse Menge durchlaufen. Ja, es ist nichts anderes. Es ist einfach nur eine andere Notation zunächst einmal, eine Notation, die beliebig erweiterbar ist. Sie können hier zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Sie haben sich vielleicht in der Mathematik öfters mal schwer getan, wenn hier jetzt nur jedes zweite Element, jede zweite natürliche Zahl angesprochen werden sollte, dann mussten Sie das irgendwie hier mit den Indizes herumbasteln. Hier können Sie es natürlich einfach schreiben, K-Element aus 1, 3, 5, 7, 9 und so weiter als Mengenschreibweise und brauchen hier nicht mit dem Index herumzubasteln, dass das dann aufgeht. Also es ist auch durchaus eine praktischere Schreibweise als die, die Ihnen wahrscheinlich hier geläufiger ist mit k gleich 1 bis n. So, das ist also die Matrixmultiplikation. Wir können die auch also für alle IJ, für alle Indizes der Zielmatrix, die natürlich dieselben Zeilen, Spaltenzahl hat bei quadratischen Matrizen wie die beiden quadratischen Matrizen der gleichen Größenordnung. Und machen wir uns klar, dass das, was wir hier haben, dass das gar nicht mal unbedingt so viel Voraussetzungen erfüllen muss an die mathematischen Operationen. Wir haben zwei Operationen hier. Wir haben Addition hier, ausgedrückt durch das Sigma, und Multiplikation, gut, ausgedrückt hier durch das Multiplikationszeichen. Wir haben zwei Operationen, die involviert sind. Und die grundsätzliche Idee ist aus der Mathematik, das kennen Sie ja, dass wir versuchen, alles Mögliche zu verallgemeinern. Dass wir sagen, so eine Operation wie Matrixmultiplikation oder alles andere auch, das funktioniert nicht nur bei der Addition und der Multiplikation, wie wir sie kennen, im Körper der reellen Zahlen, wie wir sie kennen. Das funktioniert auch in jedem anderen Körper genauso, das funktioniert im Körper der komplexen Zahlen, im Körper der rationalen Zahlen, in jedem Körper der zwischen rationalen und reellen Zahlen liegt. Das funktioniert auch in jedem endlichen Körper und noch einen Schritt weiter. Wir brauchen gar nicht alle Axiome eines Körpers zu haben, damit das Ganze funktioniert. Wir können auch einen Schritt zurückgehen und sagen, Sie wissen, Ringe sind eine Vorstufe von Körpern. Das Ganze funktioniert auch in Körpern. Wir brauchen nicht alles, was auch in Ringen. Wir brauchen nicht alles, was ein Körper bietet. Ich will da jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Schauen Sie nochmal nach. Sie finden es auch in der Wikipedia oder auch in Ihrem favorisierten Mathematiklehrbuch aus den Matheveranstaltungen hier, beziehungsweise gegebenenfalls, wenn das dran kam, auch in der Schule, dass Sie, was ein Körper ausmacht und beziehungsweise
die leichte Abschwächung, was einen Ring ausmacht. So. Ach so, halt. Genau. Der Punkt ist einfach der, die Eigenschaften, die die Matrixmultiplikation da hat, die man dafür braucht, damit das Ganze vernünftig funktioniert, ja, dass die Summation eine Gruppe ist, dass wir da dass wir hier Kommutativität haben und brauchen wir das? Weiß ich jetzt nicht. Ist so früh morgens, um das zu unterscheiden, ob wir jetzt Kommutativität brauchen. Assoziativität, Distributivität, das alles passt auch, deshalb komme ich darauf zu sprechen, das passt auch alles darauf, wenn wir die Addition und die Multiplikation ersetzen durch andere Operationen. Die Addition ersetzen durch die Minimumsbildung und die Multiplikation ersetzen durch die Addition. Ja? Auch das ist eine korrekte, logische, vernünftige Matrixmultiplikation in einem anderen Ring. Es ist derselbe Zahlenmenge darunter, die Menge der reellen Zahlen. Sowohl hier bei der gewöhnlichen Matrixmultiplikation, wenn Sie das wie üblich in der linearen Algebra im reellen Zahlenkörper in reellen Vektorräumen betrachten. Und hier können wir ohne Einschränkung auch von reellen Zahlen reden. Auch hier funktioniert alles. Wenn wir anstelle der Addition das Minimumsbildung haben und anstelle von Produkt die Addition haben, dann ist das alles auch ein Ring. Die reellen Zahlen mit der Minimumsbildung anstelle von Addition als erste Operation und der Addition anstelle der Multiplikation als zweiter innerer Operation ist ebenfalls wieder ein Ring. Und wenn man das so sieht, dann wäre das hier die Matrixmultiplikation. Sie sehen das ja 1:1, dieselbe, alles dasselbe, k von 1 bis n, hier k auch von 1 bis n, nur andere Schreibweise. Und wenn man das so sieht, dann kann man eine Iteration von Bellman-Ford schlicht und einfach so kurz schreiben. Die i plus erste Matrix ist gleich die ite Matrix multipliziert mit der Ausgangsmatrix. Das heißt also, die kürzesten Pfadlängen mit i plus 2, maximal i plus 2 Kanten, sind die kürzesten Pfadlängen mit maximal i plus 1, nee, Entschuldigung, halt, ich habe mich jetzt im Index vertan, die kürzesten Pfadlängen mit maximal i plus 1 Kanten sind die kürzesten Pfadlängen mit i Kanten, multipliziert in diesem Sinne mit der Ausgangsmatrix, in diesem Sinne da unten. So einfach kann man das dann schreiben. Das ist natürlich jetzt erst einmal immer noch formeltechnische Spielerei. Schön, dass man das so schreiben kann, aber man würde es natürlich, wenn man das kodiert, doch wieder so implementieren wie vorher. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn man zu dieser Einsicht gekommen ist, die zunächst mal nur eine Spielerei ist, wenn man zu dieser Einsicht gekommen ist, dann kann man auf dieser Einsicht weiterdenken und sich überlegen, dass es nicht zwangsläufig notwendig ist, dass in jeder Iteration die aktuelle Matrix mit der Ursprungsmatrix zu multiplizieren, sondern man kann zum Beispiel einen Schritt weiterdenken und sagen, es spricht nichts dagegen, die aktuelle Matrix mit sich selbst zu multiplizieren. Und weil wir hier in einem Ring sind, weil die ganzen Axiome eines Ringes gelten, können Sie leicht nachprüfen. Das ist eine leichte Aufgabe, um auch mal nochmal Ihr Verständnis dieser grundlegenden Konzepte aus der Mathematik nachzuprüfen. Auch nochmal eine leichte Möglichkeit, Ihr Verständnis von dem Stoff hier nachzuprüfen. Weil diese Axiome, weil diese Eigenschaften alle gelten, hier, wie die Sie auch aus der Matrixmultiplikation kennen, weil das so ist, ergibt sich tatsächlich das, was man denken würde, nämlich, wenn ich die,
wenn ich die ite Matrix mit sich selber multipliziert, dann kriege ich die Matrix mit index 2i heraus. Das heißt, anstatt schrittweise 0, i gleich 0, i gleich 1, i gleich 2, i gleich 3 und so weiter durchzugehen, mache ich gleich einen Riesensprung vorwärts. Ich komme nicht vom Index i zum Index i plus 1 durch die Matrixmultiplikation. Hier sind wir vom Index i zum Index i plus 1 gekommen durch Multiplikation mit der Ausgangsmatrix. Hier komme ich vom Index i durch Multiplikation mit sich selbst, durch Quadrierung der Matrix, deshalb Repeated Squaring, wiederholtes Quadrieren. Durch Quadrieren der Matrix bekomme ich die Matrix eben mit Index 2i. Und Sie wissen, worauf das hinausläuft. Ich komme von 1 nach 2, von 2 nach 4, von 4 nach 8, von 8 nach 16 in jede Matrixmultiplikation mit demselben Aufwand, mit dem ich eben bei Bellman-Ford immer den Index i um 1 weitergebracht habe. Mit demselben Laufzeitaufwand verdopple ich ihn, denn es ist dasselbe, es ist eine Matrixmultiplikation, eine einzelne. Verdopple ich den Index und dementsprechend heißt es, nach logarithmisch vielen Schritten bin ich am letzten Index dran. Der letzte Index ist n. Der Algorithmus, das haben wir beim letzten Mal besprochen, der Algorithmus von Bellman-Ford endet nach n Iterationen, danach gibt es nichts mehr zu tun, danach ist alles erledigt. Das heißt, nach zweier Logarithmus von n vielen Schritten plus minus 1, will ich mich jetzt nicht festlegen, darauf kommt es auch nicht an, aber nach zweier Logarithmus von n vielen Anzahl, also Anzahl der Knoten vielen Schritten, kommen wir beim Endergebnis an. Wir haben es wieder mal geschafft, wie wir das auch woanders gesehen haben, beispielsweise beim Sortieren von Selection Sort, Bubble Sort, Übergang zu Merge Sort. Wir haben es wieder mal geschafft, einen linearen Faktor, linear in der Größe der Eingabe, einen linearen Faktor auf logarithmisch zu reduzieren. Mit dieser einfachen Einsicht und diesem einfachen Trick. Sammeln wir mal, was hat denn Bellman-Ford für einen Laufzeitaufwand? Also, wir haben n Anzahl Knoten, viele Iterationen. Okay, das ist erstmal ein Faktor. In jeder Iteration betrachten wir jeden Matrix. Gehen wir nochmal zurück. Das war ja hier irgendwo. Hier. In jeder Iteration betrachten wir jeden Matrix-Eintrag, das sind quadratisch viele in der Anzahl der Knoten. Das heißt, wir haben jetzt schon Anzahl Knoten hoch 3. Was passiert in einer Iteration mit einem Matrix-Eintrag? Genau das hier. Da laufen wir nochmal über alle Knoten hinweg. Wir bekommen nochmal die Anzahl der Knoten als Faktor hinein. Wir haben insgesamt eine asymptotische Komplexität für Bellman-Ford von Anzahl der Knoten hoch 4. Ja? Pro Iteration, also die Anzahl der Iterationen ist linear in der Anzahl der Knoten, die Anzahl der Matrix-Einträge, die wir zu betrachten haben in jeder Iteration, ist quadratisch in der Anzahl der Einträge. Und was wir mit einem einzelnen Matrix-Eintrag machen, hier sehen Sie es, x-Element aus V, ist nochmal linear in der Anzahl der Knoten des Graphen. So, hier sind wir jetzt gekommen und haben, das heißt also, wenn wir es jetzt geschafft haben, eben hatten wir bei Bellman-Ford gesagt, Anzahl Knoten hoch 4 ist die Komplexität. Wenn wir es jetzt geschafft haben, einen linearen Faktor auf logarithmisch einzudampfen, dann haben wir jetzt eine Gesamtkomplexität für diese Variante von Anzahl Knoten hoch 3 multipliziert mit dem Zweierlogarithmus von der Anzahl der Knoten. Und Sie wissen, das hatten wir mehrfach zu verschiedenen Gelegenheiten hier durchdiskutiert, dass das eine dramatische Verbesserung ist, wenn die Knotenzahl groß ist. Der Logarithmus wächst bei weitem nicht so schnell wie linear. So, das können wir uns auch nochmal am Beispiel angucken. Hier muss ich leider sagen, wird das Beispiel nicht so aussagekräftig sein, weil man bräuchte viel größere Beispiele, um das wirklich aussagekräftig zu machen, aber viel größere Beispiele sind natürlich ein Problem.
hier mit der Darstellungsweise das dann durchzugehen. Man sieht dann irgendwie, also auch bei größeren Beispielen sieht man dann irgendwie nicht mehr so viel, weil man die ganze Zeit mit Rumrechnen beschäftigt ist. Deshalb habe ich hier einen Kompromiss geschlossen, ein Beispiel aufgelegt, was eigentlich ein bisschen klein ist, aber hoffentlich noch ein bisschen was zu sehen ist. So, wir fangen an mit derselben initialen Matrix, M1, M hoch 1. Also Sie sehen jetzt auch die Schreibweise, ja? Ich habe ja immer die ganze Zeit hier M hoch I geschrieben als Indizierung der Matrix M. Und jetzt sehen Sie, dass das Ganze nicht einfach eine Marotte von mir ist, dass ich den Index nach oben geschrieben habe und nicht nach unten, sondern dass dahinter durchaus ein Grund ist, dass es durchaus sinnvoll ist, das I als eine Potenz anzusehen. So wie die Schreibweise es suggeriert. So, wir fangen also mit der ersten Matrix wieder an, mit maximal einer Kante. Derselbe Ausgangspunkt. Multipliziert mit sich selber ergibt natürlich M hoch 2 genau dasselbe, wie eben auch, ob man durch Addition von 1 nach 2 kommt oder durch Multiplikation mit 2 von 1 nach 2 kommt, ist natürlich dasselbe. Aber der nächste Schritt ist jetzt ein anderer. Hier wäre jetzt nach 2 Iterationen M hoch 3. Wir sind jetzt bei M hoch 4 schon nach 2 Iterationen, weil wir M Quadrat mit sich selber in diesem Sinne multipliziert haben. Kommen wir zu M hoch 4. Und kommen durch eine Multiplikation mit sich selbst zu M hoch 8. Und können hier den Algorithmus beenden. Machen Sie sich Folgendes klar. Wir können jetzt wieder mit der Bedeutung der Matrizen argumentieren. Wir haben gesagt, bei 6 Knoten ist nach 6 Iterationen alles paletti. Steht in der Matrix das Richtige drin. In diesem Beispiel sogar schon nach 5 Iterationen, weil wir keine negativen Zyklen drin haben. Das haben wir beim letzten Mal diskutiert. Wenn wir negative Zyklen nicht ausschließen können, müssen wir bei 6 Knoten 6 Iterationen machen. So viele Iterationen, wie wir Knoten da drin haben. Jetzt haben wir aber plötzlich eine M hoch 8. Was heißt denn das jetzt auf einmal? Machen Sie sich klar, M hoch 8 ist dasselbe wie das, was wir erreichen wollen, M hoch 6. Denn die Logik, was die Semantik dieser Matrix-Einträge eigentlich sind, die sagt einem das schon von vornherein. Nach i-Iterationen, die Invariante gilt ja weiter. Selbst wenn wir über 6 Iterationen hinausgehen, gilt die Invariante weiterhin. Das heißt also, was hier steht, ist, in jedem Matrix-Eintrag die kürzeste Länge eines Pfades mit maximal 8 Kanten. Und da jeder kürzeste Pfad maximal 5 Kanten haben kann, ist ein kürzester Pfad mit maximal 8 Kanten dasselbe wie ein kürzester Pfad mit 5 Kanten. Wenn Sie sich selbst überzeugen wollen, wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es mal aus. Nehmen Sie die Ausgangsmatrix nach der letzten das Endergebnis von Bellman-Ford nach der letzten Iteration, führen nochmal Bellman-Ford-Schritt aus. Ich bin mir sicher, da kommt wieder dieselbe Matrix raus, die Sie reingesteckt haben. M hoch 6 ist in diesem Beispiel ohne negative Zyklen dasselbe wie M hoch 5. Ja, durch einen weiteren Bellman-Ford-Iteration wird sich nichts mehr an der Matrix ändern, garantiert nicht. M hoch 7 ist, egal ob negative Zyklen drin sind, dasselbe wie M hoch 6. M hoch 8 ist dasselbe wie M hoch 7. M hoch 2000 ist dasselbe wie M hoch 1000. Sie können noch so oft diese Bellman-Ford- oder Matrix-Multiplikation oder dieses Repeated Squaring ausführen. Nach diesen notwendigen Anzahl von Iterationen, wenn Sie dann noch weitere Iterationen durchführen, wird sich an der Matrix nicht mehr ändern. Das heißt, M hoch 8 ist das gleich dem Ergebnis M hoch 5, das wir haben wollten. Nach 3 Iterationen erreicht, das Ganze ändert sich, ist dann natürlich dann, wenn wir größere Beispiele haben, geht dann natürlich die Schere bei der Anzahl der Iterationen zwischen Bellman-Ford und Repeated Squaring weit auseinander. Wenn Sie sich vorstellen,
Sie haben eine Matrix, Sie haben 1000 Knoten im Graphen, dann haben Sie bei Bellman-Ford entsprechend 1000 Iterationen und 2 hoch 10 ist 1024, das heißt, Sie haben bei Repeated Squaring nur 10 Iterationen. Dann haben Sie die Matrix M hoch 1024, die gleich der Matrix M hoch 1000 ist, bei 1000 Knoten. So, das ist Repeated Squaring, einfach eine scharfsinnige, einsichtsreiche Verbesserung, auch insbesondere im Hinblick auf asymptotische Komplexität, unser Hauptziel immer bei Verbesserungen. Und ich hoffe, es hat Ihnen einen interessanten Einblick gegeben darin, dass diese ganzen komischen Sachen, die Sie da in der Mathematik gelernt haben oder wenn Sie es aufgeschoben haben, noch lernen werden, dass diese ganzen komischen Sachen durchaus einen Sinn haben, dass es durchaus einen Sinn macht, einen Sinn hat, dass man sagt, okay, wir gucken mal nach, also es reicht uns nicht jetzt mit Körpern rumzuhantieren, wir gucken mal nach, wie schwach die Axiome sein müssen, damit zum Beispiel Matrixmultiplikation das leistet, was man sich darunter vorstellt und stellt dann fest, aha, man braucht nur die und die Axiome und aus irgendwelchen Gründen hat man diese Strukturen dann Ringe genannt. Also warum die ganzen Sachen Körper, Ringe, Gruppen und so weiter heißen, weiß ich nicht. Müssen Mathematikhistoriker fragen oder beziehungsweise steht wahrscheinlich auch wieder in der Wikipedia drin. Gibt es an dieser Stelle zu diesem Algorithmus spontan Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, möchte ich gerne noch bei All Pairs Shortest Path verweilen. Bellman-Ford-Beispiel lassen wir noch offen, darauf will ich, glaube ich, nochmal zu sprechen kommen. Und wir gucken uns einen anderen Algorithmus an, der ebenfalls, wie Sie hier an diesem ähnlich aussehenden Folien-Layout erkennen können, ebenfalls All Pairs Shortest Path löst. Also in einer Matrix von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten die kürzeste Distanz zu berechnen. Gut, vielleicht ein Wort vorneweg. Wir werden gleich sehen, dass die asymptotische Komplexität besser ist als die von Bellman-Ford und sogar besser ist als die von diesem Repeated Squaring. Also dieser Logarithmusfaktor fällt weg. Die asymptotische Komplexität ist Anzahl der Knoten hoch 3 nur, während bei Repeated Squaring war es Anzahl der Knoten hoch 3 multipliziert mit dem Logarithmus der Anzahl der Knoten. Warum mache ich das? Warum erzähle ich so viel von Bellman-Ford und Repeated Squaring? Und warum habe ich nicht gleich angefangen mit dem wesentlich besseren Algorithmus von Floyd Warscher? Antwort ist, es geht ja hier in der AUD nicht primär darum, für irgendwelche ausgewählten algorithmischen Problemstellungen das Beste, den besten auf dem Markt befindlichen Algorithmus zu präsentieren. Es geht hier darum, Ihnen algorithmische Ideen, algorithmische Konzepte, algorithmische Einsichten zu vermitteln. Das haben wir beispielsweise beim String-Matching gemacht, den einfachen String-Matching-Algorithmus, verglichen dann mit den Automaten. Beim Sortieren haben wir auch erstmal einfache Algorithmen und dann schnelle Algorithmen betrachtet. Auch hier ist es sinnvoll, hier ist es besonders einsichtsreich, darauf werde ich dann gleich zu sprechen kommen. Hier ist es besonders einsichtsreich, die beiden Invarianten miteinander zu vergleichen. Die von Bellman-Ford und die jetzt von Floyd Warscherl. Um Ihnen nochmal ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie sinnvoll es ist, wenn Sie sich mit dem Stoff auseinandersetzen, die Invariante in den Mittelpunkt zu stellen, in den Mittelpunkt Ihres Verständnisses. So, wie geht dieser Algorithmus vor? Also, wir beginnen genauso mit der initialen Matrix, wie immer auch. Auf der Hauptdiagonalen haben wir immer die Werte 0 abgetragen, weil zunächst einmal, wenn wir uns nichts großartig angeguckt haben, wenn wir keine Pfade konstruiert haben, sondern nur Knoten und Kanten erstmal im ursprünglichen Graphen betrachten, dann ist das Beste, was man tun kann, um von einem Knoten zu sich selbst zu kommen, einfach da zu bleiben, wo man ist. Und für jede Kante, so hier von 2 nach 4, hier ist die Kantenlänge abgetragen,
Wir starten mit derselben Ausgangsmatrix wie bei Bellman Ford und bei Repeated Squaring. So, Sie sehen, ich habe hier noch etwas mehr aufgetragen. Hier ist es jetzt mal etwas wichtig, was uns in anderen Kontexten unwichtig ist. Eigentlich ist die Menge der Knoten in einem Graphen irgendwie eine beliebige ungeordnete Menge. Ja. Sie denken Sie die Menge der Städte in Deutschland und das Straßennetz bildet die Kanten. Ja. Die Menge der Städte können Sie alphabetisch sortieren, Sie können sie von Nord nach Süd sortieren, Sie können sie völlig unsortiert im Graphen drin haben. Kürzeste Wege-Algorithmen, wie wir sie bisher kennengelernt haben, denen ist das vollkommen wurscht, in welcher Reihenfolge die Knoten im Graphen irgendwie abgelegt sind. Hier ist es wichtig, dass die Knoten indiziert sind, dass wir also tatsächlich, so wie ich das bisher auch immer angedeutet hatte hier, dass wir also tatsächlich einen Knoten haben, der die Nummer 1 trägt, einen Knoten, der die Nummer 2 trägt, einen Knoten, der die Nummer 3 trägt und so weiter und so fort, bis hier der Index, die Anzahl der Knoten 6 in diesem Beispiel ist. Sie können natürlich die Indizierung auch mit 0 beginnen lassen oder Sie können sie auch mit minus 357 beginnen lassen. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, Sie haben eine Reihenfolge der Knoten und von V1 bis V6 ist die, wenn wir mit 1 beginnen, ist die Darstellungsweise jetzt hier am einfachsten. Einfacher als wenn wir beispielsweise mit 0 beginnen würden, wie Sie das in einem Java-Array machen würden. Sie müssen übrigens in Java-Arrays nicht mit 0 beginnen. Ja, Sie können 1 zu 1 das, was ich hier mache, mit Index 1 beginnen, natürlich auch in einem Java-Array machen. Ja, Sie vergessen einfach die Komponente an Index 0, die benutzen Sie gar nicht, sondern benutzen nur 1 bis n, müssen aber natürlich darauf achten, dass Sie entsprechend eine Komponente mehr ins Array hineinbringen. Das heißt also, wenn Sie n wie Nordpol viele Komponenten im Array drin haben, dann können Sie statt Indexmenge 0 bis n minus 1 natürlich Indexmenge 0 bis n haben und verwenden nur 1 bis n. Mit diesem kleinen Trick, der Sie lächerlich wenig Speicherplatz kostet, können Sie in vielen Kontexten Fehler um 1 von vornherein vermeiden. Denn in dem Kontext, in dem Sie da arbeiten, wenn Sie mit einem Kunden arbeiten oder irgendetwas, wird sehr häufig alles von 1 indiziert sein. Und wenn Sie das alles übertragen auf Java Array Indizes mit 0 beginnen, dann besteht laufend die Gefahr, dass Sie sich um 1 vertun. Wenn Sie das machen, was ich eben gesagt habe, dass Sie einen Index mehr spendieren, eine Komponente mehr spendieren und die Komponente mit Index 0 vergessen, von 1 bis n arbeiten, eben entsprechend daran denken, dass Sie n plus 1 viele Komponenten im Array haben müssen, dann können Ihnen diese ganzen Fehler um 1 nicht mehr passieren. So, wie geht dieser Algorithmus jetzt vor? Wir haben also eine Reihenfolge dieser Knoten, gegeben durch die Indizierung. Das Erste, was er macht, der Algorithmus geht jetzt diese Knoten in dieser Reihenfolge durch und was er macht ist, er schaut sich an, gibt es eine Möglichkeit, diesen ersten Knoten, der hier gelb unterlegt ist, irgendwo einzubauen, um Abkürzungen hinzubekommen. Und Sie sehen hier, Sie kennen ja die übliche Notation hier bei mir zu diesem Thema, dass die Matrix-Elemente, die sich geändert haben, gelb unterlegt sind. Bei diesen drei Einträgen hat sich eine Verbesserungsmöglichkeit ergeben, dadurch, dass wir V1 hier geschaut haben, ob wir das einbauen können. Es hat sich hier von V5 nach V2 eine Möglichkeit gegeben. Schauen wir mal nach, was da passiert ist. Von V5 über V1 nach V2 hat sich jetzt der Wert 22 ergeben. Was stand da vorher drin? Unendlich, weil es keine direkte Verbindung von V5 nach V2 gab. Hier von V5 nach V3, was hat sich hier ergeben? Auch von unendlich jetzt auf 8 runter. Und von V5 nach V6, da stand auch vorher unendlich drin, weil es keine Direktverbindung gibt. Aber jetzt gibt es hier eine Verbindung der Länge über V1, eine Verbindung der Länge 16 über V1 und keinen anderen Knoten. Wir gucken uns nur Möglichkeiten an, wie wir mit einem Abstecher über V1 kürzer von einem Knoten zu einem anderen Knoten kommen können als bisher.
Und jetzt nehmen wir V2 hinzu. Was wir jetzt betrachten, ist, dass wir Abkürzungsmöglichkeiten betrachten, wo V1 oder V2 oder beides drin ist. Schauen wir uns mal an. Also hier oben haben sich zwei geändert, von V1 nach V4, V5. Von V1 nach V4 gibt es jetzt eine Möglichkeit der Länge 18. Von V1 nach V5 gibt es jetzt eine Möglichkeit der Länge 19. Was hat sich hier verändert? Hier die 25 von V5 nach V4 hat sich, wo geht's lang? Von V. Was? Nee, Quatsch, was heißt von V5 nach V4? Von V1 nach V4, Entschuldigung. Von V1 nach V4 hat sich da über V2 etwas verbessert und nach V5 ebenfalls. Die 25 von V5 nach V4, doch, da hat sich was verbessert. Ja, genau, das ist jetzt ein schönes Beispiel. Von V1 nach V4 ist ein sehr interessantes Beispiel, denn der Pfad geht über V1 und V2. V1 ist schon im Spiel, das hat aber noch nicht gereicht, um einen Pfad von V5 nach V4 zu finden. V1 alleine als Zwischenknoten reicht nicht. Aber jetzt kommt V2 als Zwischenknoten dazu. Jetzt ist es plötzlich möglich, mit V1 zusammen einen Pfad von V5 nach V4 mit der Länge 18 zu haben. Und genau dasselbe jetzt von V1 nach V5. Von V1 mit V2 nach V5 haben wir jetzt einen Pfad. Also Sie sehen jetzt, worauf das Ganze hinausläuft. Die Knoten, die hier im Spiel sind, die schon vorher im Spiel waren, sind immer grau unterlegt bei mir. Die ins neue Spiel kommen, sind gelb unterlegt. Die Knoten, die schon im Spiel sind, also V1 und V2 nach den ersten beiden Iterationen, die kommen als Zwischenknoten in Frage, um Pfade zu basteln. Das können wir uns nochmal an der nächsten Iteration ansehen, vielleicht ganz kurz. Wir können eigentlich schon die Invariante formulieren. Wir brauchen uns das nicht nochmal an einem weiteren Iteration anschauen, um zu verstehen, worauf das hinausläuft. So, das ist die Invariante. Nach i größer gleich 0 Iteration enthält die Matrix die kürzesten Pfadlängen, anders als bei Bellman-Ford, jetzt eine ganz andere Invariante, die kürzesten Pfadlängen von Pfaden, die nur diese ersten i-Zwischenknoten haben. Also da, wo wir es eben gesehen haben, diese Matrix, das wird hier behauptet als Invariante, diese Matrix enthält die kürzesten Pfadlängen von Pfaden, von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten, die nur diese ersten beiden Knoten als Zwischenknoten enthalten. So, machen wir uns das klar, dass das am Anfang gilt. Was bedeutet das nach Null-Iteration? Nach Null-Iteration stehen hier die kürzesten Verbindungsmöglichkeiten drin mit einer leeren Menge, mit Null Zwischenknoten hier draus, also ohne dass Zwischenknoten erlaubt sind. Nach einer Iteration ist V1 als Zwischenknoten erlaubt, nach zwei Iterationen ist V1, V2 nach Zwischenknoten erlaubt, nach drei Iterationen V1, V2, V3 und wenn Sie das rückwärts sehen, nach Null-Iteration ist nichts als Zwischenknoten erlaubt. Vor der ersten Iteration ist nichts als Zwischenknoten erlaubt. Und genau das steht hier auch drin. Hier von einem Knoten zu sich selbst zu kommen, indem man da bleibt, wo man ist, hat keinen Zwischenknoten. Hier die Kanten über einen direkten Weg zu kommen, hier die 15 von 1 nach V2 hat keinen Zwischenknoten. Und hier bei unendlich, ja, da gibt es keinen Weg ohne Zwischenknoten. Also die Invariante ist tatsächlich am Anfang erfüllt. Und wir vergleichen jetzt mal die beiden Invarianten mit Bellman-Ford. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Invariante hier in dem war. So, hier ist die Invariante von Bellman-Ford. Nach i größer gleich 0 Iterationen.
nach i größer gleich 0 Iteration. Na gut, ich habe hier nicht m hoch i plus 1 geschrieben, sondern ich habe hier nur die Matrix geschrieben. Ist natürlich dasselbe wie hier. Hier steht die Länge eines kürzesten Pfades, der nach bestimmten Muster gebildet sein muss. Und hier steht die Länge eines kürzesten Pfades. Okay, die kürzesten Pfadlängen. Ich habe mich etwas in der Formulierung variiert. Die Länge eines kürzesten Pfades, der nach einem anderen Bildungsprinzip gebaut ist. Hier ist das Bildungsprinzip die Länge eines kürzesten Pfades, der nur so und so viele Kanten enthält. Egal, welche Zwischenknoten das sind, egal, welche Kanten das sind. Es kommt nur auf die Anzahl an. Hier ist das Bildungsprinzip bei Floyd-Warshall, bei unserem neuen Algorithmus, die kürzesten Pfadlängen, die nur bestimmte Knoten als Zwischenknoten enthalten dürfen. Egal, wie viele dieser Zwischenknoten das sind. Ja, wenn Sie einmal die beiden Invarianten verinnerlicht haben, werden Sie zum Beispiel einen Fehler nicht mehr machen, den schon öfters sehr häufig Leute beispielsweise in Klausuren gemacht haben, nämlich die beiden Algorithmen miteinander zu verwechseln. Bellman-Ford, Floyd-Warshall, was war das noch? Das eine war mit der Matrix, da war die Formel zum Update der Matrix so und so komisch. Und bei Floyd-Warshall, wie war das nochmal? Moment, wo waren jetzt diese Zwischenknoten V1, V2 und so weiter? Wenn Sie einmal diese beiden Sätze verinnerlicht haben, muss man ja nicht auswendig können, verinnerlicht haben und verknüpft haben mit den beiden Begriffen Bellman-Ford und Floyd-Warshall, dann ist es völlig unmöglich, dass Sie da nochmal irgendwas miteinander verwechseln. Und Sie sehen, auch anhand dieser beiden Invarianten, wenn wir das uns nochmal anschauen, die Invariante ist die Idee des Algorithmus. Das wird bei diesem Beispiel, denke ich, nochmal besonders deutlich. Mehr als bei anderen Beispielen, die wir bisher gesehen haben. Hier ist die Idee, schrittweise Kanten hinten an den Pfaden anzufügen. Die Pfade schrittweise wachsen zu lassen. So lange, bis die Maximalanzahl, die ein kürzester Pfad an Kanten haben kann, erreicht ist. Hier ist die Idee, schrittweise einen Knoten nach dem anderen als Zwischenknoten mit ins Spiel hineinzunehmen, solange bis alle Knoten als Zwischenknoten im Spiel sind. Dann haben wir natürlich auch am Ende, wenn wir alle Knoten als Zwischenknoten ins Spiel hineingenommen haben, haben wir natürlich auch die echt kürzesten Pfade erreicht. Ja, also die Invariante ist der zentrale Punkt des Verständnisses eines Algorithmus. Und nochmal, wenn ich von Algorithmus rede, dann meine ich nicht nur die Algorithmen, die Sie hier in der AOD sehen. Dann meine ich auch nicht nur die Algorithmen, die Sie dann später in weiterführenden Veranstaltungen sehen. Dann meine ich jede Schleife, die nicht auf den ersten Blick durchschaubar ist, jede Rekursion, die nicht auf den ersten Blick durchschaubar ist, jede Schleife, die ein bisschen komplizierter ist als Summation der Array-Elemente oder ähnliches. Jede Rekursion, die ein bisschen komplizierter ist als, fällt mir jetzt nichts ein. Wenn Sie sich die Frage stellen, funktioniert diese Schleife, ist die korrekt, tut sie das, was sie soll, dann müssen Sie sich die Frage stellen, natürlich, was soll die Schleife eigentlich tun? Und um festzustellen, ob das, was am Ende der Schleife herauskommt, wirklich das ist, was die Schleife tun soll, müssen Sie sich natürlich angucken, was ist denn eigentlich die Situation vor und nach jeder Iteration? Und die Situation vor und nach jeder Iteration, die Beschreibung der Variablenwerte, auf denen die Schleife arbeitet, ist, Überraschung, trara, die Invariante. So, nach diesem Wort zum Sonntag können wir jetzt mit Floyd-Warshall, weitermachen. Das ist also die Invariante. Nach i größer gleich 0 Iteration enthält die Matrix die kürzesten Pfadlängen über die ersten i Zwischenknoten als mögliche Zwischenknoten
in unserer Indizierung von V1 bis V-Anzahl der Knoten. Induktionsanfang haben wir eben gesehen, ja, funktioniert. Induktionsschritt, wie können wir jetzt von einer Matrix zur nächsten kommen hier? Das schauen wir uns vielleicht auch wieder erstmal einen Schritt weiter am Bildchen an. So, was ist die kürzeste Verbindungsmöglichkeit von V nach W über die ersten I-Knoten als mögliche, als potenzielle Zwischenknoten? Jeder dieser Knoten von V1 bis VI kann als Zwischenknoten drin sein, muss aber nicht. Und die Reihenfolge, in der diese Zwischenknoten auf dem Pfad drauf sind, kann auch beliebig Kraut und Rüben sein. So, wie können wir jetzt, wenn wir jetzt in der Matrix gegeben haben, die kürzesten Pfadlängen über die Zwischenknoten V1 bis VI-1, wie können wir jetzt in dieser Iteration auf die kürzesten Pfadlängen mit Zwischenknoten V1 bis VI kommen? Also, es gibt natürlich die eine Möglichkeit wieder, dass das, was wir von V nach W bisher berechnet haben, das Beste ist. Ja, dass uns das haben wir mehrfach gesehen, immer dann, wenn ein Matrix-Eintrag nicht gelb unterlegt ist, dann war das, was bisher da drin stand, besser auf den ersten I-1 Zwischenknoten, besser oder zumindest genauso gut wie alles, was wir mit dem Eaton-Zwischenknoten noch zusätzlich erreichen können. Der Fall kann eintreten. Der andere Fall kann eintreten, dass es uns was nützt, den Zwischenknoten VI zusätzlich zu V1 bis VI-1 drin zu haben. Dass es uns was nützt, dass die Möglichkeit, dass wir mit den Zwischenknoten V1 bis VI bessere Möglichkeiten, kürzere Möglichkeiten finden, als nur mit den Zwischenknoten V1 bis VI-1. Und wie berechnen wir das? Naja, woraus besteht denn ein kürzester Pfad von V mit Zwischenknoten VI nach W? Ein kürzester Pfad, der VI enthält und ansonsten nur Zwischenknoten V1 bis VI-1? Naja, der besteht aus einem Pfad von V nach VI, der nur Zwischenknoten aus V1 bis VI-1 enthält, und einem Pfad von VI nach W, der nur Zwischenknoten aus V1 bis VI-1 enthält. So muss ein Pfad aussehen, bei dem der Matrix-Eintrag auf den Folien gelb unterlegt war, wo also es sich lohnt, zusätzlich zu den Zwischenknoten V1 bis VI-1, die eh schon im Spiel waren, noch den Zwischenknoten VI ins Spiel zu nehmen. Weil wir da einen schönen, neuen, noch kürzeren Pfad gefunden haben, der eben VI benutzt. Sonst, wenn er VI nicht benutzen würde, wenn er VI nicht enthalten würde, dann hätte es sich ja eben nicht gelohnt, VI mit ins Spiel zu nehmen für die Distanz von V nach W. Aber, wenn Sie sich das mal anschauen, diese Pfadlänge und diese Pfadlänge, das sind natürlich, wenn das insgesamt ein kürzester Pfad von V nach W ist, dann sind das... Entschuldigung, aber dann sind das natürlich kürzeste Pfade von V nach VI und kürzeste Pfade von VI nach W, die nur Zwischenknoten aus V1 bis VI-1 enthalten. Und diese Werte haben wir an der Hand. Diese Werte haben wir unmittelbar verfügbar. Die müssen wir nur rauslesen aus der Matrix, aus der jetzigen Version der Matrix. Denn die Länge dieses Pfades hier steht im Matrix-Eintrag mit Zeile V und Spalte VI. Der kürzeste Pfad von V nach VI mit Zwischenknoten, die nur aus V1 bis VI-1 sein können. Und analog, die Länge dieses Pfades steht im Matrix-Eintrag von VI, Zeile VI nach Spalte W. Die kürzeste Verbindung von VI nach W, die nur Zwischenknoten von V1 bis VI-1 enthält. Das heißt, alles, was wir tun müssen, ist, um festzustellen, ob es sich lohnt, VI herzunehmen,
zusätzlich zu dem bisher schon im Spiel befindlichen V1 bis VI-1 für die Verbindung von V nach W. Wir gucken uns einmal an, was ist denn bisher als Bestes gefunden worden von V nach VI, nur mit solchen Zwischenknoten. Und jetzt gucken wir uns an, was können wir besser machen, wenn wir VI dazu nehmen. Da müssen wir diese eine Zahl aus der Matrix raus anschauen und diese eine Zahl, die beiden addieren, die Pfadlängen müssen natürlich addiert werden und gucken, ob das besser ist als das, was wir bisher schon gefunden haben. Und nichts anderes als das steht hier in dem Induktionsschritt drin. Für jeden Matrixeintrag VW, der neue Matrixeintrag ist entweder das, was ohnehin schon auf den bisher schon im Spiel befindlichen Zwischenknoten das Beste war, von V nach W, oder alternativ gucken wir uns an, was ist denn die beste Möglichkeit, zu diesem neuen Knoten VI zu kommen, von V aus, mit dem bisher im Spiel befindlichen Zwischenknoten V1 bis VI-1. Was ist das Beste, von VI nach W zu kommen, mit den schon im Spiel befindlichen Knoten V1 bis VI-1? Was ist die Summe? Und wenn die Summe besser ist als das bisherige, bisher beste Ergebnis, dann überschreiben wir diesen Matrix-Eintrag in der neuen Matrix mit diesem Ergebnis, so wie wir es immer gemacht haben. Wir haben bisher ein Ergebnis, das war bei Dijkstra genau dasselbe für jeden Knoten, wir haben ein Ergebnis, einen bisherigen Distanzwert, und wenn wir jetzt über eine andere Möglichkeit, die wir uns neu erschlossen haben, eine kürzere Möglichkeit finden, dann nehmen wir die, dann überschreiben wir den alten Wert mit dem neuen Wert, und wenn die neue Möglichkeit nicht besser ist, dann überschreiben wir halt nicht, sondern behalten den alten Wert. Nichts anderes besagt diese Minimumsbildung hier. Alter Wert, neuer Wert, das Minimum zählt. So, und dann können wir jetzt mit diesem Verständnis können wir jetzt weiterschauen. Wir waren eben dabei stehen geblieben, dass V1, V2 schon im Spiel waren. Deshalb sind die beiden jetzt grau unterlegt. Die sind schon vorher im Spiel gewesen. Jetzt kommt V3 ins Spiel hinzu. Ja, immer hier von links nach rechts. Dadurch ändern sich hier, an diesen beiden Matrix-Einträgen ändert sich was. Schauen wir mal nach, was sich da geändert hat von V1 nach V4. Durch Hinzunahme von V3. Da hatten wir vorher die Länge 18 über V2 und jetzt haben wir die Länge 6 über V4. Gut, das hat sich verbessert von V5 nach V4. Da hatten wir vorher, als V3 noch nicht im Spiel war, hatten wir vorher diese Möglichkeit gehabt, als beste, glaube ich, von V5 oder als einzige sogar, von V5 über V1, V2 nach V4. Und jetzt haben wir durch V3 noch eine bessere Möglichkeit, nämlich von V5 über V1, V3 nach V4. Also Sie sehen hier wieder, jeder der einzelnen Zwischenknoten, der gelbe neue und die grauen alten, kann im Spiel sein, muss aber nicht im Spiel sein. In diesem Fall von V5 nach V4, wo sich diese Verbesserung auf 13 ergeben hat, ist V1 im Spiel, der alte Knoten V1, der neue Knoten V3, aber der alte Knoten V2 ist nicht im Spiel. Und die Reihenfolge der Knoten auf diesem Pfad spielt natürlich keine Rolle, hat nichts zu tun mit der Reihenfolge, in der wir hier die einzelnen Knoten betrachten. Jetzt gehen wir einfach so weiter, nehmen uns V4 hinzu, also Sie sehen, V1, V2, V3 sind alte Knoten, grau, V4 ist der neue Knoten, was hat sich hier so geändert? Jetzt hat sich bei V6 etwas geändert, jetzt ist, schauen Sie mal, V6 ist jetzt von V4 aus sehr kurz erreichbar, über eine sehr kurze Länge, also ist es nicht verwunderlich, dass sich gerade bei V6 jetzt einiges zum Besseren gewendet hat. Schauen wir nach, was ist so alles passiert. Von V1 nach V6 haben wir jetzt Länge 8 erreicht. Hier V1, V3, V4, V6 durch den neuen Knoten V4. Von V2 hat sich jetzt die Länge 5 ergeben. Hier von V3 nach V6 hat sich die Länge 7 ergeben. Hier ebenfalls über V4.
Und von V5 hat sich die Länge 15 ergeben, eine Verbesserung. Mal gucken, wo das jetzt lang geht, die Zahl 15, wo kommt die jetzt raus? Hier die 7, 8, 13, 15. Also Sie sehen, hier haben wir mal ein Beispiel, wo dann so richtig die Zwischenknoten ausgenutzt worden sind. Von V5 erst nach V1, nach V3, nach V4, nach V6. V2 als Zwischenknoten hat hier für die Bildung dieses Pfades keine Rolle gespielt. Und das Spielchen geht einfach so weiter mit V5. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr weiter durchzugehen. Vielleicht gibt es irgendwo noch was Interessantes zu sehen. Von V6 nach V1 über V5. Ja, gut, hier hintenrum irgendwie. Oder von V2 nach V1 über V5 den Umweg. Von V2 nach V3. Wie geht das über V5? Von V2 über V5. V1, V3 ist nichts Neues. Kein neuer Fall, den wir nicht vorher schon gesehen haben. Jetzt kommen noch 6 ins Spiel. Und damit sind wir fertig. Nachdem wir die 6 mit ins Spiel genommen haben, sind wir hundertprozentig fertig. Denn was sagt die Invariante jetzt? Die Invariante sagt, in der Matrix stehen die kürzesten Pfadlänge mit Zwischenknoten V1 bis V6. Also mit möglichen Zwischenknoten V1 bis V6. Andere Zwischenknoten haben wir ja nicht. Das heißt also, die Invariante sagt, in der Matrix stehen die kürzesten Pfadlängen. Punkt. Denn die kürzesten Pfadlängen sind genau die kürzesten Pfadlängen mit den Zwischenknoten 1 bis 6. Andere haben wir ja nicht. Genauso wie wir es bei Bellman-Ford gesehen haben, da sagte die Invariante, nach i Iterationen haben wir die kürzesten Pfadlängen mit i plus 1 Kanten. Und wenn wir es oft genug gemacht haben, wurde dann daraus, haben wir es, wenn wir ausreichend viele Iterationen gemacht haben, haben wir damit alle Pfade, die in Frage kommen, überdeckt und die Invariante geht unmittelbar über in die Aussage, in der Matrix stehen die kürzesten Pfadlängen, Punkt. Ohne weitere Einschränkung. Die Einschränkung, weil sowohl bei Bellman-Ford als auch bei Floyd Warshall hier, gehen wir nochmal zurück, die Einschränkung, die hier steht, nur die kürzesten Pfadlängen über die Zwischenknoten so und so, diese Einschränkung wird leer am Ende. Das ist eine leere Einschränkung. Und am Ende steht dann eben als Aussage, enthält die Matrix die kürzesten Pfadlängen, Punkt. So, das ist also das Endergebnis. Ich weiß, dass ich immer schlechte Kommentare, negative Kommentare bekomme, wenn ich auf diesen einfach erscheinenden Sachverhalten immer so herumreite und nicht so viel über die technischen Details spreche. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das eigentlich die wichtigeren Sachverhalte sind und dass die gar nicht so einfach sind, wie es zuerst immer aussieht. Gibt es an dieser Stelle bei Floyd Warshall spontan Fragen von Ihrer Seite? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann verlassen wir jetzt All Pair Shortest Path. Wir bleiben aber bei Netzwerken. Also ich werde hier erstmal aufräumen. So. Und wir bleiben bei Netzwerken. Aber Sie sehen, wir haben jetzt ungerichtete Netzwerke. Das heißt ungerichtete Kanten. Kanten, bei denen es für uns keine Rolle spielt, wie rum die orientiert sind. Sowohl kürzeste Pfade, als auch diese Thematik, die wir jetzt betrachten, wird Ihnen hin und wieder mal im Informatik in Ihrem Studium wieder auftreten, zum Beispiel bei Netzwerken, bei Kommunikationsnetzwerken ist das zum Beispiel ein grundlegender Algorithmus, um Kommunikationsnetzwerke optimal auszulegen, kostensparend auszulegen. Und sehr häufig werden algorithmische Ansätze, die auf diesem Algorithmus als Basis aufbauen, tatsächlich in der Praxis verwendet, um Kommunikationsnetzwerke optimal auszulegen.
Zum Beispiel hatte, als ich Doktorand in Berlin war, eine Doktorandin das Telekommunikationswerk von Norwegen mit algorithmischen Ansätzen, die hier ihren Ausgangspunkt finden, ein optimales Telekommunikationsnetzwerk bestimmt, das dann auch implementiert worden ist in Norwegen. So, worum geht es hier? Also, wir haben wieder ein Netzwerk bestehend aus Knoten und aus Kanten und Sie sehen, diesmal umgerichtet, und Sie sehen, wir haben wieder Längen dieser Kanten, die wir vielleicht nicht wirklich als Längen jetzt interpretieren wollen, sondern als so etwas wie Kosten. Wie viel kostet es uns, diese Kante in unserem Endergebnis drin zu haben? So ist vielleicht hier eine bessere Intuition, worum es eigentlich dabei geht. Also das ist ein Input. Ein Netzwerk, ein ungerichteter Graph mit Kantenlängen. Der Output ist das, was Sie hier grün sehen. Ich hoffe, auf dem Beamer, auf dem Beamer können Sie es fast sogar besser erkennen, als ich jetzt hier auf dem Bildschirm. Das ist ja praktisch. Was ist der Output? Also Sie sehen zunächst mal, alle Knoten sind grün. Das ist kein Zufall. Im Output sollen alle Knoten drin sein, aber nicht alle Kanten im Normalfall, sondern nur eine Auswahl von Kanten. Und zwar, was für eine Auswahl? Sie wollen über grüne Kanten von jedem Knoten zu jedem anderen kommen. Also zum Beispiel, was nehme ich denn hier? Von B hier hinten rum, Sie sehen, auch mit großen Umwegen potenziell, hier hier bis zum J, Entschuldigung, also von B über große Umwege bis J. Aber Sie wollen Kosten sparen, das heißt, Sie wollen zwar, dass es eine Verbindung gibt von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten, prüfen Sie es nach, es gibt von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten eine Verbindung, nur über grüne Kanten. Aber Sie wollen Kosten sparen, das heißt also, Sie wollen so wenig Kosten wie möglich insgesamt haben. Das heißt, Sie wollen die grünen, gesucht ist im Grunde eine Menge von grünen Kanten, sodass über grüne Kanten von jedem Knoten zu jedem Knoten ein Weg existiert, nur über grüne Kanten. Aber unter dieser Bedingung wollen Sie möglichst wenig Geld ausgeben. Die Auswahl der grünen Kanten unter dieser Bedingung soll kostenminimal sein, soll minimale Summe der Kantenkosten haben. Ja, so ähnlich wie bei kürzesten Faden. Sie wollen eine Auswahl von Kanten haben, die einen Pfad vom Start zum Zielknoten beschreiben. Das ist die Bedingung. Und unter dieser Bedingung wollen Sie möglichst geringe Summe der Kantenlängen haben. Genauso hier. Vergleichbar, Sie wollen auch eine Auswahl von Kanten haben, sodass jeder Knoten von jedem Knoten erreichbar ist. Das ist hier die Bedingung. Und unter dieser Bedingung wollen Sie eine minimale Summe von Kantenkosten haben. So, das nochmal aufgeschrieben. Das Ganze nennt sich Minimum Spanning Tree im Englischen, beziehungsweise minimal spannender Baum im Deutschen. Das Minimal ist, denke ich, klar, wir wollen die Kosten minimieren, die Summen der Kantenlängen oder Kosten. Also es hat sich etabliert, auch hier von Längen zu sprechen in der Literatur. Aber sehr häufig finden Sie da das Wort Länge. Aber wie gesagt, ich denke, die bessere Intuition ist, von Kantenkosten zu sprechen. Wie viel kostet es mich, diese Kante zu nehmen? Spannend heißt, alle Knoten des Eingabegraphen sind im Spiel. Von jedem Knoten des Eingabegraphen zu jedem anderen Knoten des Eingabegraphen gibt es also einen grünen Pfad. Wir werden später noch im Laufe dieses Semesters die Variation betrachten, dass nicht von jedem Knoten zu jedem Knoten ein grüner Pfad existieren muss, sondern nur eine Auswahl von Terminalen miteinander verbunden werden muss. Wir werden leider feststellen, dass diese Problemstellung, wenn Sie nur eine Auswahl von Knoten miteinander möglichst kostengünstig verbinden wollen, dramatisch komplizierter, schwieriger zu lösen ist als dieses einfache, diese Variante, wo
wo wir wirklich alle Knoten aufspannen wollen. Und warum heißt das Baum? Sie sind bisher gewöhnt, Bäume zu interpretieren als irgendwas, das hat eine Wurzel und dann gehen da in alle Richtungen gerichtete Pfade weg. Jeder Knoten hat so Nachfolger oder auch nicht. Und die Knoten, die keine Nachfolger haben, heißen Blätter. So haben wir hier bisher Bäume betrachtet. So wird auch in vielen anderen Lehrveranstaltungen das Thema Bäume gesehen. Es gibt aber auch noch eine andere Definition von Baum im ungerichteten Fall, nämlich genau das, was Sie hier sehen. Das ganze Gebilde muss ja zusammenhängend sein, nicht? Wenn Sie von jedem Knoten zu jedem anderen Knoten kommen wollen, wenn Sie sich jetzt die grauen Kanten weggenommen vorstellen, muss das ganze Gebilde immer noch zusammenhängend sein. Das ist das eine, aber dadurch, dass Sie ja Kosten optimieren wollen, werden Sie nirgendwo Verbindungen redundant ausgelegt haben. Das heißt, Sie haben keine Zügel drin. Ja, in dem Moment, wenn Sie irgendwo in den grünen Kanten einen Zügel drin hätten, zum Beispiel, indem diese Kante hinzugenommen worden wäre, ja, dann sind Sie nicht mehr kostenminimal. Dann könnten Sie eine Kante rausnehmen. Es ist immer noch alles mit allem verbunden und Sie haben Kosten gespart, nämlich die Kosten dieser Kante. Also wir haben ein Gebilde, das zusammenhängt und zügelfrei ist und im ungerichteten Fall nennt man so etwas einen Baum. Das ist sehr ähnlich zu dem, was Sie im gerichteten Fall bisher kennengelernt haben als Bäume. Auch in gerichteten Bäumen haben Sie nichts, was irgendwie wie ein Zügel aussieht. Weder dass Sie in der Orientierung der Kanten mal wieder auf sich selbst zurückkommen, noch dass sie irgendwo eine Abzweigung haben, zwei Richtungen, die dann wieder bei irgendeinem Knoten auf sich zukommen. Das kann man ja auch als eine Art von Zügel ansehen. Das heißt also, die beiden Definitionen von Baum für den gerichteten und den ungerichteten Fall haben schon sehr vieles gemeinsam, sodass es also nicht irgendwie allzu merkwürdig sein sollte. So, das ist die Zügelfrei, hatte ich gesagt, kommt hier nicht vor. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Natürlich wird man bei Kommunikationsnetzwerken beispielsweise auch teilweise Anforderungen haben nach redundanter Auslegung. Ja, Sie wollen von Europa in die USA nicht nur ein Unterseekabel haben, sondern vielleicht mehrere. Falls diesem einen Unterseekabel etwas zustößt, oder vielleicht nicht nur mehrere Unterseekabel, sondern vielleicht stattdessen auch eine Satellitenverbindung oder was auch immer, falls diesem einen Kabel etwas zustößt, dass nicht plötzlich die Verbindung zwischen den Kontinenten abgebrochen ist. Das sind natürlich alles Variationen dieser einfachen Problemstellung, wo man sich an den Algorithmen, die wir hier betrachten, orientieren kann, um dann diese Variationen durchzugehen. Wir haben hier, das ist das, was ich sagte, zügelfrei. Wir haben keine Zügel drin. Wenn wir Kosten größer 0 haben, ja, in der Realität werden wir natürlich immer positive Kosten haben. Wenn wir irgendwo Ressourcen nutzen wollen, wenn wir irgendwo eine Verbindung legen wollen. Das heißt also, wenn wir werden im optimalen, kostengünstigsten Ergebnis keinen Zügel drin haben, denn wir könnten einfach eine der Kanten rausnehmen aus diesem Zügel und hätten damit Geld gespart und es wäre immer noch alles mit allem verbunden. Eben hintenrum dann, ja. Wenn Sie diese Kante bräuchten hier, um von irgendwo hier rüber nach irgendwo zu kommen und Sie nehmen die Kante weg, dann können Sie natürlich von irgendwo immer noch hintenrum nach irgendwo kommen. Es ist immer noch alles mit allem verbunden. Gut, das ist die Problemstellung, um die es jetzt geht. Und jetzt beginnen wir mit einem Algorithmus, der zusammen mit dem Algorithmus von Dijkstra entwickelt worden ist. Und Sie werden auch sehen, dass das kein Zufall ist, nämlich er ist sehr ähnlich. Deshalb ist das Beispiel auch so ziemlich dasselbe. Und Sie sehen auch hier diese Bilder von
Schnappschüsse von Prioritätswarteschlangen haben wir auch wieder. Er ist so ähnlich, so ähnlich wie der Algorithmus von Dijkstra, unterscheidet sich nur in ein paar einzelnen Details. So, dieser Algorithmus heißt Algorithmus von Prim, hat nichts mit Primzahlen zu tun, soweit ich weiß, sondern ist der Name des Schöpfers wieder. Was machen wir hier? Etwas ganz Natürliches machen wir hier in diesem Algorithmus, etwas, worauf man leicht kommen könnte, etwas, wenn Sie per Hand ein solches Problem lösen sollten, würden Sie vermutlich versuchen, das auf die Art und Weise zu lösen, etwas sehr Intuitives. Und der Knackpunkt, der interessante Punkt daran ist, dass genauso wie beim Algorithmus von Dijkstra, dass diese einfache, naheliegende Herangehensweise tatsächlich korrekt ist, dass sie tatsächlich ein optimales Ergebnis liefert. Was nicht immer der Fall ist, denn wie gesagt, wenn wir nur eine Auswahl von Knoten miteinander vernetzen sollen in diesem Graphen und nicht alle Knoten miteinander vernetzen sollen, dann wird das Ganze saumäßig schwerer. Ja, so einfache Strategien funktionieren dann nicht mehr. Das heißt, es ist nicht trivial, dass die einfache Strategie hier funktioniert. Denn so wie wir ein bisschen die Problemstellung variieren, wird diese einfache Strategie nicht mehr funktionieren. Wir müssen also beweisen, dass sie hierfür funktioniert. So viel funktioniert. Ich will nur ganz kurz hier dieses Mal nur noch ein paar Bilderchen zeigen. Wir fangen an, das ist erstmal der erste Unterschied im Detail zum Algorithmus von Dijkstra. Wir haben keine natürlichen Startnoten bei dieser Problemstellung. Wir nehmen uns irgendeinen Knoten als Startnoten her. Ich habe mir jetzt irgendwie E hergenommen hier als Startnoten, weiß nicht wieso. So, nehmen uns die nächste Möglichkeit hier den nächsten Nachbarn her, färben den auch grün und nehmen diese Kante zu den grünen Kanten hinzu. Das ist die erste grüne Kante. Ja? Von E aus haben wir jetzt D aufgespannt über diese grüne Kante. Jetzt wäre C hier die nächstbeste Gelegenheit, einen weiteren Knoten aufzuspannen. Das wäre der. F wäre jetzt die nächstbeste Gelegenheit hierüber. Das wäre der. G ist die nächstbeste Gelegenheit, einen Knoten neu aufzuspannen. Was steht hier immer? Das sehen Sie, ich war jetzt ein bisschen schnell, aber vielleicht konnten Sie es trotzdem sehen. Hier steht einfach immer die Kantenlänge drin. Ja? Wesentlich einfacher als beim Algorithmus von Dijkstra. Das ist das zweite Detail. Wesentlich einfacher als beim Algorithmus von Dijkstra, wo wir da rumhantieren mussten mit den Längen über nur grüne Knoten oder so etwas. Hier steht schlicht und einfach nur die Kantenlänge drin. Von F nach G, Länge 8. Von, wo ist H? Von F nach H, Länge 15. Wo ist O? O. Von nach O steht die Länge 14 drin. Warum? Es gibt zwei Möglichkeiten, von einem grünen Knoten nach O zu kommen. Entweder hier mit Länge 14 oder hier mit Länge 26. Und 14 ist kürzer, also steht hier die 14 drin. Ja? Also was hier drin steht, ist immer die kürzeste Möglichkeit, von einem grünen Knoten zu diesem Knoten, in diesem Fall O, zu kommen. Und da, wo es keine Möglichkeit gibt, von einem grünen Knoten direkt über eine Kante zu diesem roten Knoten hinzukommen, da steht unendlich. Ja? Also beispielsweise zu L gibt es keine Möglichkeit, direkt über eine einzige Kante von irgendeinem der grünen Knoten zu kommen, also steht bei L unendlich. Das geht jetzt weiter. 8 ist die beste Möglichkeit. Jetzt ist I die beste, hier I mit 1 die beste Möglichkeit. H ist da. H haben wir wieder, drei Fälle jetzt auf einmal. Wir können die Brücke schlagen von F aus mit Länge 15, von G aus mit Länge 3 oder von I aus mit Länge 2. Länge 2 ist das kürzeste, steht deshalb Länge 2 hier drin. Ups. Jetzt wird der Code hier zwischendurch mal präsentiert. Betrachten wir beim nächsten Mal nur, wie das Bildchen weitergeht. Jetzt kommt das O, hatten wir gesagt. Jetzt kommt N, ist die beste Möglichkeit. Invariante betrachten wir diesmal noch nicht. M ist die beste Möglichkeit. Was ist jetzt die beste Möglichkeit? L.
L war vorher unendlich, war nicht erreichbar. Da lagen überall rote Knoten dazwischen, um von grün nach L zu kommen. Jetzt haben wir unseren ersten Knoten, grünen Knoten in der Nachbarschaft von L und gleich der beste Kandidat, den wir momentan hier im Rennen haben. L hat gleich die kürzeste Kantenlänge, um verbunden zu werden, wird gleich genommen. A ist jetzt die beste. A ist irgendwo Länge 13. Ach ja, von L aus. Ja, Sie haben hier wieder von F eine Möglichkeit, von I eine Möglichkeit, von L eine Möglichkeit. Die von L aus schlägt alles andere. Wird genommen. A wird grün gefärbt. K ist jetzt die nächste beste, kürzeste Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen. J haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Und was übrig bleibt, ist das B. Da haben wir jetzt vier Möglichkeiten, die Brücke zu schlagen. 17, diese Möglichkeit steht drin. Und wir haben alle Knoten grün gefärbt. Also eine ganz einfache Vorgehensweise. Wir werden beim nächsten Mal noch sehen, dass das nicht schwer zu implementieren auch ist. Und eben die spannende Frage, wie bei Algorithmus von Dijkstra ist, warum können wir uns sicher sein, also wir können uns sicher sein, dass dieser Algorithmus wohl definiert ist, dass da nichts abstürzt, kann man leicht sich überlegen, dass er nicht in irgendeine Runtime Exception läuft, nicht durch Null dividiert, keinen falschen Array-Zugriff, keinen Zugriff auf Null-Pointer, also kein Lesen oder Schreiben eines Attributs oder Aufruf einer Methode auf Null-Pointer und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, falsche Sachen zu machen. Wir können uns sicher sein, dass der Algorithmus terminiert, denn bei jedem einzelnen Iteration wird ja ein Knoten grün gefärbt. Und wir haben nur endlich viele Knoten, also nach endlich vielen Iterationen terminiert der Algorithmus. Die spannende Frage ist, warum liefert dieser Algorithmus tatsächlich den Minimal? Er liefert einen spannenden Baum. Auch das ist offensichtlich, weil wir haben die ganze Zeit einen spannenden Baum, wo wir einen Knoten nach dem anderen jeweils mit einer Brückenkante einfügen. Das heißt, wir haben einen wachsenden spannenden Baum auf den jeweils momentanen grünen Knoten. Das heißt, was wir am Ende rauskriegen, ist auch ein spannender Baum. Und die spannende Frage ist, ja, spannend jetzt in doppelter Bedeutung hier, also die wichtige Frage ist, warum ist dieser Baum tatsächlich kostenoptimal? Das müssen wir uns dann beim nächsten Mal genauer ansehen. Für heute möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, beziehungsweise für den Versuch der Aufmerksamkeit. Das muss man vielleicht individuell differenzieren. Und auch dafür, dass Sie überhaupt um 8 Uhr morgens hier aufgeschlagen sind, um dieser Vorlesung zu folgen, obwohl ja Vorlesungsaufzeichnung und alles da ist. Vielen Dank und dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche.